Hi, mein Name ist Fabian Ratzak und ich möchte euch heute gerne zeigen, beziehungsweise möchte testen, was hat es eigentlich mit dem Cryo-Tuning auf sich? Wie funktioniert das und bringt das überhaupt was? Und genau, dann habe ich mir gedacht, ich mache einfach ein Video. Ich kenne den Jörg Walter, der das Cryo-Tuning macht, und das ist auch jetzt nicht meine erste Gitarre. Ich habe schon mal zwei bei ihm machen lassen und bin hellauf begeistert gewesen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, mach mal vorher, nachher, um zu gucken, wie kommt es bei den Leuten so an. Und vor allen Dingen einfach euch mal zu zeigen, wie empfinde ich das? Was geht in meinem Kopf vor und wie empfinde ich das beim Spielen? Was verändert sich? Verändert sich überhaupt irgendwas oder ist das alles nur Quatsch? Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme eine Les Paul, die ich habe. Hier ist eine Menzinger Les Paul, super geile Gitarre. Im Prinzip passt hier alles. Ne? Sind so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sagen könnte, wenn ich die Chance hätte, die Gitarre minimal zu verändern, würde ich Folgendes machen. Und zwar, ich würde hier, was mir sehr geil gefällt, die Gitarre hat erstmal einen schönen fetten Les Paul Sound, aber wie das bei manchen Les Paul so ist, die klingt halt sehr warm. Ne? Aber mir fehlt manchmal so ein bisschen die Brillanz und vor allen Dingen auch die schönen Höhen fehlen mir hier und die Durchsetzungskraft auch so ein bisschen. Das heißt, so ein bisschen Matsch zu schonen, im positiven Sinne auch vielleicht. Es wäre natürlich schöner, wenn es trotzdem ein bisschen mehr Brillanz und Transparenz reinkommt, dass die Noten ein bisschen ausgeglichener klingen. Ich kann aber eben so ein paar Akkorde spielen, vielleicht hören. Ich merke das besonders dann, wenn ich so Double Stop spiele. Wenn ich die jetzt als Gesamte spiele, matscht schon. Ne? Geht ein bisschen schöner. Und da fehlt mir halt so diese obere Brillanz, die das so ein bisschen ausgleicht. Und was ich auch gerne mag bei Gitarren ist, wenn ich die Akkorde einzeln spiele. Ich habe hier noch so ein bisschen. So diese ganz, ganz, ganz feinen Höhen, dass man so ein bisschen den Anschlag auch raushört, das fehlt mir bei der Gitarre auch so ein bisschen. Ja? Also wenn ich was verbessern könnte, wäre es einfach, dass ich hier bei den Bässen, bei den tiefen Saiten, in dem Bereich ein bisschen mehr Definition bekomme und in den hohen Lagen vielleicht einfach ein bisschen mehr Fund, ein bisschen mehr Eier. Das wäre schon ganz cool, darüber würde ich mich super freuen. Jetzt würden sagen wahrscheinlich viele von euch, ey, dann tauschen einfach die Pickups. Jein, kann man machen natürlich, klar, man kann Pickups tauschen, aber dann verändert man ja nur das gesamte Bild. Aber ich möchte ja quasi was hinzufügen und was wegnehmen und das macht ein Pickup nicht. Ne? Ein Pickup kann immer nur das gesamte Bild halt so ein bisschen verändern und das ist auch geil, es gibt super geile Pickups und hin und her, ich habe ja auch schon experimentiert. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich tot unglücklich bin mit dem Sound. Im Gegenteil, ich mag den sogar sehr gerne. Aber ich weiß halt, durch das Cryo-Tuning, verändert sich halt die Gitarre so sehr zum Positiven, dass es einfach auch mehr Spaß macht zu spielen. Klingt jetzt erstmal blöd, ne? Aber es ist tatsächlich so, und das werde ich dann auch nochmal genauer erklären, wenn die Gitarre dann zurückkommt, wenn die getuned wurde. Es fühlt sich total anders an. Darauf werde ich jetzt nicht so sehr eingehen, weil das mache ich dann gleich, wenn die Gitarre dann, beziehungsweise in einer Woche, wenn die Gitarre dann wieder da ist, dann werde ich da nochmal so ein bisschen mehr drauf eingehen, um auch den direkten Eindruck zu vermitteln. Ich mache es jetzt einfach mal so, ich spiele es einfach nochmal ein bisschen auf dem Hals-Pickup auch, damit ihr euch so ein bisschen ein Bild von der Gitarre machen könnt, wie die eigentlich so klingt. Ich habe jetzt mal die Strat hier, die werde ich auch einfrieren lassen. Ich spiele einfach mal ein bisschen damit. Ich
Okay, super geile Strat. Ich liebe die über alles. Ist im Grunde genommen MK Guitars, ist ein bosnischer Gitarrenbauer, der super geile Instrumente macht, auch für richtig, richtig gute Gitarristen. Soweit alles cool mit der Gitarre. Mir gefällt der Twang, unheimlich geilen Twang. Und hat auch so was Tiefes, was auch irgendwie geil ist. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, und deswegen habe ich gedacht, das ist eine gute Sache, die wird definitiv gewinnen vom Creo Tuning. Hoffen wir mal, wir werden es dann ja sehen tatsächlich. Was ich hier gerne hinzufügen würde, beziehungsweise anders machen würde, wäre, und zwar bei den hohen Noten, dass ich so ein bisschen mehr Futter auch bekomme. Im Prinzip wie bei der Les Paul. Weil da gefällt mir, wenn ich die sehr hoch... Da klingt sie doch schon so ein bisschen plinkig. Ne? Da klingt es mir ein bisschen zu plinkig und da könnte es auch noch ein bisschen mehr fetter klingen. Ne? Dann bei den... das ist wieder die eine Sache. Dann fände ich es cool, wenn sie noch ein Ticken straffer wird. Es kommt besonders gut dann bei so Akkorden, wenn du die dann... Ne? Das fände ich schon ein bisschen cooler und insgesamt ein bisschen mehr, einfach etwas mittiger auch. Ne? Etwas mittiger, aber trotzdem auch gleichzeitig diese Härte, die klingt ein bisschen hart manchmal. Ne? Dass sie so ein bisschen weicher auch klingt, ein bisschen Vintage-mäßiger, sagt man ja immer so schön. Das wäre schon ganz geil und dann müssen wir einfach mal gucken, was dabei daraus wird, wenn sie eingefroren dann zurückkommt. Bin ich mal sehr gespannt. Ich spiele einfach nochmal so ein bisschen, jetzt mal auf der Zwischenposition. Mittelstellung. Mir gefällt es so richtig gut. Ich bin mal sehr gespannt und wir werden es sehen, wenn die Gitarre wieder zurück ist. Bis dahin, bis bald. Okay, bis dann. Okay, so, Cryo-Tuning. Die Gitarren sind wieder zurück und ich fange mit der Strat an. Hammer. Okay, ich spiele einfach mal. Oh Mann, Hammer. Also
das Erste, was mir definitiv aufgefallen ist, als die Gitarren zurückgekommen sind, ich mache es meistens so, wenn ich eine Gitarre in Hand nehme, wie meistens ein E-Akkord. Jeder hat da so seine Favoriten. Und was mir sofort aufgefallen ist, dass ich habe den angeschlagen, habe dann so gedacht, boah, krass, da hat sich was getan, definitiv. Ne? Und was sich da getan hat, ist Folgendes. Es ist einfach, es klingt ein bisschen ausgewogener und ein bisschen lauter. Und was ich richtig gut fand, die Definition. Ne? Das heißt, meistens, wenn du in so einen Akkord anschlägst, dann hat man irgendwo, ja, dann hast du halt eine vorwitzige G-Seite oder eine H-Seite oder eine hohe E-Seite, die ein bisschen plinkig klingt. Ne? Und in dem Fall war es halt tatsächlich so, dass einfach alles ausgeglichen geklungen hat. Ne? Egal. Es klingt einfach nach einem großen Ganzen, nicht irgendwie nach Mischmasch, sondern einfach, man kann trotzdem noch die einzelnen Stimmen raushören, aber die gehen so ineinander über, das ist Hammer. Und was super geil ist auch, ist, wenn die Akkorde ausklingen. Ist einfach schön, weil die Akkorde gleichmäßig ausklingen, alle Töne klingen gleichmäßig aus, es klingt ausgewogen, warm, fett, gleichzeitig hat man diese schönen Höhen. Es ist alles da, was man sich so, also was ich persönlich, ich rede jetzt nur aus meiner Erfahrung, aber was ich so hören möchte, wenn ich einen Akkord anschlage oder wenn ich generell Gitarre spiele, dass einfach genau diese Sachen unterstützt werden. Was man reingibt, kommt halt auch raus. Es ist Hammer. Ne? Und was auch super, super geil ist, ist folgender Fakt. Und zwar, ich werde es mal so machen, ich spiele mal hier auf der tiefen E-Seite, E-A-D-Seite, auf den tiefen Seiten also ein bisschen was. Und dann spiele ich mal auf den hohen Seiten, in den hohen Lagen was. Und achte mal, was passiert. Auffällt, was ich merke, ist diese Ausgeglichenheit. Das heißt, es klingt nicht wie vorher, hier klang es gut. Ne? Das klang wunderbar soweit. Klingt jetzt sogar noch ein bisschen geiler, ist einfach so. Und hier oben, was jetzt richtig cool ist, dass es genauso geil klingt. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man denkt, oh, in den hohen Lagen da clean und so halb verzerrt, so leicht angecrunched, ja, das traue ich mich lieber nicht. Dann lieber mit einem fetten Tube Screamer davor, dann hat man noch so ein bisschen die Mitten vielleicht. Dann klingt es aber oben matschig, das ist immer so ein Kompromiss. Ne? Und hier ist es eigentlich egal. Es ist egal, ich kann hier spielen. Es klingt ausgeglichen, es klingt einfach gut. Egal, ob ich jetzt, auch selbst wenn ich auf den Stegpick habe, was ja immer so eine Herausforderung ist für generell so eine Stadt. So, als wenn also jemand was glatt gebügelt hätte, aber im positiven Sinne, nicht kompressormäßig oder wie auch immer, sondern es klingt, es macht einfach Spaß und es stört nichts und es ist genau das da, was da sein muss. Definitiv ein Gewinn. Also, gehen wir nochmal einfach auf die Les Paul, um zu gucken, was sich da so getan hat. Thank you.
Yeah. Geil. Auch hier totaler Gewinn. Und was hier richtig, richtig geil ist, ich meine, ist der Lack. Schaut euch das mal an. Ich hoffe, das sieht man ein bisschen durch die Kamera. Das sieht echt hammermäßig aus. Sieht echt aus wie eine alte Gitarre. Also, kann es nicht anders sagen, wie man es von Bildern kennt. Das ist echt Wahnsinn. Super geil. Das ist vielleicht auch eine Sache, die ich gleich noch ansprechen möchte. Und zwar denkt man ja, ja super geil, mache ich sofort. Und gibt es denn da Risiken? Ja, es gibt auch Risiken, ganz klar. Und bei allen guten Dingen ist es leider so, es gibt halt auch Risiken. Und in dem Fall ist es so, dass es kann sein, wenn die Gitarre, ich meine, so eine Gitarre wird ja lackiert auch. Ne? Und je nachdem, wie sie lackiert wurde, wie ordentlich, vernünftig das gemacht wurde, kann es natürlich auch sein, dass Risse oder Lackabplatzer vorkommen. In der Regel aber nicht. Ich meine, ich habe jetzt 5 Gitarren tunen lassen. Bei einer hatte ich das, dass der Lack abgegangen ist und richtig aufgeblättert ist. Das lag aber eher daran, dass sie nicht besonders gut lackiert wurde, muss man wirklich sagen. Jetzt aber nichts gegen den Gitarrenbauer, der die Gitarre gebaut hat. Das war eigentlich meine Schuld, weil ich hatte die Gitarre bestellt und war sehr ungeduldig und habe dann gesagt, komm, ist egal. Er sagte, nee, der Lack muss noch ein bisschen ziehen, wir müssen noch eine Schicht drauf machen. Ich habe gesagt, komm, ist egal, raus damit, ich will die sofort haben. Ich will die so schnell wie möglich haben. Ich konnte einfach nicht warten. Und das war der große Fehler. Das hat es dann beim Cryo-Tuning im Endeffekt, Cryo-Tuning, gezeigt, dass der Lack dann auch abgeplatzt ist. Und das war natürlich scheiße. Ne? Aber in dem Fall ist es so, bei allen anderen Gitarren, bei der Strat, kann ich es auch noch mal eben ganz kurz zeigen. Hier, also da sieht man auch nichts. Das hier, ich meine, das war vorher schon. Das ist wie so ein bisschen, sieht so aus wie so, bei so einer Vintage-Gitarre. Ist super geil. Okay, fangen wir mal bei der Les Paul an, was mich vorher so ein bisschen gestört hat. Was mich vorher gestört hat und enorm gestört hat, war dass die Bassseiten gematscht haben und die hohen Seiten pinkig klangen. Check mal. Überhaupt nicht mehr der Fall. Ne? Also hier ist es tatsächlich so, als ob hier oben jemand die Decke weggenommen hätte und die Bässe ein bisschen straffer gemacht hätte. Die Höhen klingen jetzt brillanter und die Bässe tighter. Also es klingt wirklich, wenn ich jetzt hier so, klingt einfach sauber und fett, wie es sein muss. Genauso muss es sein. Die Seitendefinition ist da, Seitentrennung. Und hier oben ist es jetzt tatsächlich so, dass man sich nicht mehr verstecken muss. Das war das Einzige, was mich da so ein bisschen gestört hat, war halt, die hohen Lagen klangen echt, gerade auf dem Stegpickup, wenn ich hier oben gespielt habe, klang immer so ein bisschen dünn, aber jetzt. Ein schönes Fundament, Sustain ist besser. Sustain kommt auch mal ein bisschen aus dem Finger, aber ich merke, wie die Gitarre stützt. Ne? Also es kommt tatsächlich das rein, was man reingibt, wenn ich jetzt sehr dynamisch spiele. Es kommt das raus, was man reingibt, ist tatsächlich so. Und das war bei der anderen Gitarre immer so ein bisschen, weiß ich nicht, hat mir nicht so gefallen. Das war so ein bisschen das Manko. Und die Seitentrennung ist definitiv besser. Ich spiele einfach mal so ein paar Akkorde, so leicht angezerrt. Dann spiele ich jetzt nochmal so ein paar Triads im unteren Register. Vorher nicht möglich gewesen. Es sei denn, ich hätte jetzt am Amp mega viele Höhen vielleicht reingemacht, die mitten so ein bisschen kompensiert. Aber dann hätte ich das Problem gehabt, was mache ich hier oben? Hier oben hätte es dann schrill geklungen. Das ist das Problem. Es klang einfach vorher unausgeglichen und klingt jetzt so, als ob jemand irgendwie so einen Equalizer gerade gezogen hätte, sodass es in allen Frequenzen genauso sein muss, wie für mich das Boy klingen soll. Fett, trotzdem halt, trotzdem auch diesen Schuss-Telly-Charakter. Gehen wir mal auf die Mittelposition beide zusammen. Thank you.
ich würde sagen, mega. Lohnt sich definitiv. Und für mich das beste Upgrade, neben guten Pickups, und wenn alle Parts super sind und man will der Gitarre wirklich was Gutes tun und die ins Unendliche verbessern, Cryo-Tuning ist für mich die Nummer 1, was das, das Modding angeht. Optik, auch super geil, aber für mich in erster Linie Klang, Bespielbarkeit, super geil. Testet's aus, schreibt Jörg Walter, schreibt in den Kommentaren unten, was euch auffällt oder ob euch was auffällt. Ich meine, es ist auch immer schwierig, über Aufnahmen das wirklich zu hören, aber ihr seid herzlich jederzeit eingeladen, könnt die Sachen ausprobieren. Natürlich nicht mehr vorher, aber der Nachher-Effekt, einfach um zu gucken, wie sich das anfühlt. Super geil. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch viel Spaß.